Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Episode von Hamster rettet die Gruftkönige. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an die letzte Episode mit den Moscha-Terminatoren. Und dieses Mal geht es weiter, denn es haben doch einige Leute in die Kommentare geschrieben, dass sie gerne die nächste interessante Schlacht gegen die Grünhäute noch sehen wollen, die eine unserer Siedlungen belagern. Und zwar Azercrawl, Tino, VD, Volk Pustekuchen, Lad, Joshua Jakobus, DL, Niklas, The Iron Empire, Gabel, Kirchle, Julian Thor, Angar, Ansgar, Razielus und Peter N. Razielus hat noch gesagt, dass mein Mikrofon in der letzten Episode noch etwas leise war. Ich hab das Ding geboostet, es müsste deutlich besser sein als letztes Mal. Gerne Rückmeldung dazu in die Kommentare und ihr seht, das, was ihr schreibt, hat einen Einfluss. Okay, das hier ist die Schlacht, die wir zu schlagen haben. Die Schlacht gegen eine gigantische Armee fast unbesiegbarer Schwarzorks mit einer Verteidigung aus immerhin eine Menge Gruftwache, eine ganze Reihe Skelettbogenschützen, einem Gruftprinz, einem Hero-Titan, einer Necrosphinx, Ushabti, nochmal eine Necrosphinx und zwei schreienden Schädelkatapulten. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Damit kann man schon was machen. Und okay, und wenn wir können auch etwas unsere Armee verbessern. Gut, die Armee besteht eigentlich nur aus diesen zwei Knochenriesen und den Nekropolenrittern. Viel mehr kriegen wir da nicht rein. Deswegen, was können wir irgendwas reinhauen, was den Gegner debufft? Steinwächter, Grabjäger, Nekrosphinxen, Hiren, plus 4 Nahkampfabwehr für Hiro-Titan und Ushabti. Haut hier ehrlich gesagt auch nicht so richtig rein. Insofern können wir den ganzen Kram momentan nicht gebrauchen. Und der Angriffsbonus, der interessiert uns ehrlich gesagt auch mal überhaupt nicht. Insofern haben wir da gerade... Ach komm, geben wir uns 7% physische Resistenz. Das ist okay. Normalerweise würde ich zwar einen General nicht buffen, aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Die Frage ist, wenn wir hier direkt in den Kampf gehen, oder wollen wir lieber die Stadt, in der Stadt das Ganze verteidigen? Es wäre besser, das Ding in der Stadt zu verteidigen, weil normalerweise stören Städte in Stadtverteidigung, aber in diesem speziellen Fall glaube ich, würden wir davon profitieren, wenn wir den Gegner in einen kleinen Bereich zusammendrängen. Also müssen wir erstmal ein kleines bisschen weitermachen. Was haben wir eigentlich hier? Schwarm von Jaff, Kapazität der Armeen plus 1 für 20. Wie viel Geld haben wir? Oh, 191.000. Ich glaube, wir kommen klar. Krieger des Asab, das ist okay. Waffen. Oh, den Krummstab und Geißel des Glanzes mit einer gebundenen Verwahr, den können wir alles nicht, können wir nicht machen. Hier fehlen noch Ressourcen. Hier, Rüstung des Zettler. Wie viele Urnen haben wir? 1700 Urnen. Das ist ein Sack voll Urnen. Die haltet die Linie, das Zeichen der Herrschaft. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Egal bei welcher Mission und in welcher Armee. Hat er schon irgendwelche Gegenstände? Die Antwort lautet nein. Oh, Entsetzen. Oh, vor allem Heilung. Oh ja. Okay, die ganzen Gegenstände sind nicht eingesetzt worden. Ha! Okay, du darfst dich heilen. Rettungszauber hat jemand anders. Das hat auch jemand. Oh, Rettungszauber. 12%. 12%. Die Frage ist nur, ob wir lang genug leben. Also wir können noch Rüstung. Oh, hier gibt es auch noch Sachen. Aha. Fähigkeit, Präzision eines Falken. Die Bogenschützen konnten selbst die winzigen Schwachen. Keine Ahnung, was das jetzt ist, aber wir rüsten das aus. Baukosten reduziert, Bewegungsreichweite plus 10. Mehr Schaden, das ist okay. Gut, und von mir aus noch Angst und Entsetzen. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit und wir machen uns schon mal eine Waffe. Unter Umständen können wir irgendwas ausrüsten, bevor der Kampf beginnt. Vielleicht lassen sich die Grünen heute noch ein bisschen Zeit. Was holen wir uns noch? Talismane, Zaubergegenstände, halte die Linie, plus 5 Nahkampfabwehr. Das ist auf jeden Fall was wert. Das ist auf jeden Fall was wert. Machen wir so ein Ding. Sonst mache ich es ja nicht selbst in meinen eigenen Kampagnen. So,
Zeichen der Herrschaft. Wie kann ich das ihm jetzt geben? Ach, das ist sowieso schon hier. Ja gut, dann hat uns das nichts gebracht. Okay, egal, egal. Also am besten Fall versuchen wir vielleicht, können wir eigentlich hier ausbrechen. Er würde gegen uns kämpfen, er flieht nicht. Vom Kräfteverhältnis erscheint das gar nicht so unausgeglichen, aber das täuscht. Das täuscht sehr. Diese vier Regimenter Schwarzorks werden alles zerreißen, was wir haben, und wir haben eigentlich wenig, um dem entgegenzutreten. Oder sollen wir die Schlacht machen? Und die Knochenriesen sind wahrscheinlich schon... Ach komm Leute, wir machen es. Wir machen es für euch. For the Creator God. For the Creator God. Los geht's. Nehekara will be mine. Nehekara will be mine. König Lamizash. Ich hoffe nur, dass seine Verbündeten direkt bei ihm stehen und nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf der anderen Seite der Karte auftauchen, weil da haben wir nämlich instantan verloren. Und, naja, sie tauchen hier hinten auf, aber das ist okay. Das ist okay, also zweimal Knochenriese, das ist schon mal super gut. Das ist schon mal super gut. Die Frage ist, was töten wir damit? Wir haben noch ein paar von diesen Nekropolenritter, die sind auch in Ordnung. Hohe Nahkampfabwehr, gute rüstungsdurchdringender Stahl und schöner Angriffsbonus. Die müssen wir, damit müssen wir die Schwarzorks zerlegen. Sehen wir uns mal die gegnerische Armee an. Ork Moschas. Nicht so gefährlich wie in der anderen Armee, aber immer noch gefährlich. Moschas der Ork Wildschweinreiter mit 110 Panzerung. Wow. Wow. Schwarzorks, die sind extra. Sogar mit Bonus gegen Infanterie, die Schwarzorks von 10. Okay. Okay. Die anderen Schwarzorks haben Bonus gegen Groß. Wir haben eine grantige Kalmar-Fummler-Hexe. Okay. Das ist eine richtig starke Armee. Dieses Sumpfwesen, das legendäre Flusstrollregiment ist auch noch da mit viel rüstungsdurchdringendem Schaden. Kurbelwagen, und wo ist der General? Den sehen wir gerade nicht. Der ist vermutlich ein Gobbo oder so und getarnt. Ich kann leider nicht auf irgendeinem Hügel stehen. Ist ein bisschen schade. Okay, ihr lauft nirgendwo hinterher, ihr bleibt da und los geht's! Die Verstärkungen kommen. So, Gruftwachen los. Bogenschützen ebenfalls schon da, ist sehr schön. Die werden auch wichtig sein. Okay, ihr seid unsere Nekrosphinxen. Ich bin doch irgendwie... doch relativ guten Mutes, dass das halbwegs funktionieren sollte. Ihr seid Gruppe 0. Ihr bleibt erstmal einfach da stehen. Ihr bleibt einfach da stehen. Der Rest der Armee bewegt sich so, um den Kram zu schützen. Hero Titan. Und die Ushabti müssen die Frontlinie halten. So. Hero Titan und Ushabti kommen in eine Gruppe. So. Nekropolenritter halten sich erstmal hier hinten auf. Unsere Bogenschützen stellen wir erstmal ganz, ganz lässig dahin. Eine Nekrosphinx auf die linke, eine auf die rechte Seite. Ich habe ehrlich gesagt doch ein viel besseres Gefühl, als ich zu einem früheren Zeitpunkt gedacht habe. Unsere Hellebardiere kommen auf die linke und auf die rechte Flanke. So. Und genau, die Nekropolenritter bleiben auch noch da hinten. So, hier stellen wir so ein bisschen versetzt auf. Okay, okay, okay. So, Positionierung. Fertig. Was ist das Ziel? Was ist unser Ziel? Okay, für unsere Knochenriesen. Worauf schießen wir? Die Schwarzorks sind einfach extrem gefährlich. Schwarzorks sind einfach extrem gefährlich. Und hier, komm, hauen wir die Schwarzorks kaputt. So gut es geht. Okay. So, so weit, so gut. Okay, unsere Linie.
Sieht erstmal ganz okay aus. Ihr fängt hier diese Moschas ab. Okay, okay, da kann man die Bogenschützen. Die Bogenschützen müssen wir ausschalten. So schnell es geht. Hero Titan, hau deine Skills raus. Keine Ahnung, irgendwo hin. Die sind ein bisschen aufgehalten momentan, aber das ist okay. Das ist erstmal noch okay. Einige schwarze Orks bereits schwer beschädigt. Hier fangen wir die gegnerischen Moschas der Ork-Wildschweinreiter ab. Okay, und das läuft gerade ganz so, ganz ordentlich. Bisher noch. Jetzt müssen wir hier die Hexen, die Sumpfwesen kaputt hauen. Das wäre gut. Konter auf der Seite. Die ersten gegnerischen Einheiten sind vernichtet. Oh oh. Jetzt müssen wir die Nekropolenritter gegen die Streitwagen schicken. Hier können wir gut reinschießen. Und los, und los, und los. Der Streitwagen kommt leider auch noch von der anderen Seite. Den versuchen wir jetzt irgendwie aufzuhalten. So gut es geht. Hier fokussieren wir die fiesen Schlitze. Und diese Riese sollte besser die Fliege machen, weil der sieht gerade echt bald tot aus. Aber okay, ich meine, auf den Knochenriesen können wir im Notfall verzichten. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Und hier auf der Seite, okay, die Linie hält. Die Linie hält. Okay, wir müssen jetzt allerdings das Feuer wechseln. Denn diese komischen Goblin-Bogenschützen machen uns auf Dauer doch zu viele Probleme. Squeak-Herde zerlegt unsere diverse andere Helden. Das ist nicht gut. Was soll ich, der gegnerische General? Ich sehe ihn immer noch nicht. Oh, da ist er. Scarsnake. Scarsnake. Den zerlegen wir jetzt. Im Hintergrund machen uns die Moschas der Ork-Wildschweinreiter noch Ärger. Unsere Schab, die könnten langsam aber sicher ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Unser General lebt noch. Eine Einheit wurde ausgelöscht. Oh meine Güte, die Necrosphinx wurde von den Schwarzorksen. Bestimmt die mit Bonus gegen Groß oder so. Nee, aber Bonus gegen Infanterie hat ihnen auch gereicht. Zerlegt, komm, Hero Titan. Hier rein, mitten rein. Aber alles okay. Alles okay. Du Shapti, ihr zieht euch mal kurz zurück, dass ihr nicht gleich tot seid. Okay, einer unserer... Wo sind unsere einer Knochenriese? Ein Knochenriese ist bisher gestorben. Okay. Soweit nicht extrem überraschend. Bogenschützen sind auch noch in ganz ordentlicher Stellung. Fokus hier auf die Nachtgoblins. Alles klar. Alles klar. Es lebt. Wir leben noch. Zeit, die Hexe zu erledigen. Oh crap, meine Güte, diese Schwarzorks, die zerlegen einfach alles. Meine Nekropunkte, das ist fast sofort gestorben. Krasses Zeug, Mann. Krasses Zeug. Oh crap, mein General. Oh crap, mein General. Oh crap, mein General. Haut ab. Oh Leute, Leute. Und auch im Hintergrund die Moschus der Wildorg Wildschweinreiter. Die halten wirklich unglaublich lange durch. Die Schwarzorg-Linie ist fast durchgebrochen mittlerweile. Wir halten nicht durch. Wir halten nicht durch. Der Gruftprinz ist auch fast tot. Okay, die sind schon mal erledigt, das ist gut. Wechsel des Feuers, alle schießen auf. Diese Schwarzorks, kommen zuerst mal die Moschas. Oh, der Prinz ist fast tot. Gut, Grün heute wild zu machen, hilft auch nur so mäßig weiter, um ehrlich zu sein. Aber es funktioniert. Gruftprinz, machen wir die Fliege. Machen wir die Fliege, Gruftprinz. Wäre besser für dich, glaube ich. Wäre besser für dich. Nächstes Ziel hier. Schwarzorks. Der Gruftprinz ist fast tot. Ushabti sind auch fast tot, aber es ist eh nur Garnison. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Oh Mann, das waren echt harte... harte Typen. Oh! Ich kann keine Ushabti beschwören. Na toll. Jetzt. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Viel bessere Gelegenheiten werden nicht kommen. Obwohl, hier in den Rücken. Hier können wir den Moschus in den Rücken springen. Flusshexe will mein General noch killen, so wie es aussieht. Ab in den Rücken der Ork-Moschus hier auf der Seite. Sieht an sich ganz okay aus. Moschas sind ziemlich erledigt.
Bogenschützen haben fast keine Munition mehr. Immerhin die Gegner, unsere Gegner leben noch. Die meisten dieser fiesen Typen leben noch, die Grünen heute mit sehr, sehr, sehr viel Führerschaft, viel mehr Führerschaft, als ich erwartet hätte. Aber, oh, da hinten ist nochmal, ist auch nochmal ein Regiment Ushabti gekillt worden. Unser General macht es auch nicht mehr lange, wenn das so weitergeht, aber ich glaube, unsere Bogenschützen zerlegen sie. Gute Schüsse von den Shell-Katapulten. Bisher MVP, so wie es aussieht, würde ich behaupten. Auf jeden Fall MVP. Hero Titan, zeig, was du kannst. Bam. Leichte Slowdowns hier im Spiel. Aber im Großen und Ganzen läuft's. Im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich jetzt durch. Puh. Ziemlich krasse Runde, das Ganze. Ziemlich krasse Runde. Okay. Es ist doch nicht ganz so hart geworden, wie ich jetzt zuerst befürchtet habe. Wir haben eine Menge Einheiten verloren. Das meiste war Garnison. Deswegen ist, denke ich, alles erstmal noch okay. Müssen wir nicht wiederholen zu diesem Zeitpunkt. Die Frage ist, können wir noch Skarsnik erledigen? Probieren wir mal noch Skarsnik zu erledigen, das wäre gut. Das wäre sehr, sehr gut. Dann kriegen wir bestimmt wieder irgendeine Art von Bonus auf diese Armee. Hey, jetzt komm, Skarsnik ist hier. Ja, Bonus gegen Groß, nicht andersrum. Toll, jetzt behindern die sich wieder gegenseitig. Aber die Necrosphinx kriegt das schon. Die ist schnell genug. Die ist schnell genug. 900 Lebenspunkte. Zwei knackige Angriffe sollten reichen. Oh. Der erste hat schon mal getroffen. Sehr gut. Aber unser König Lamizash blickt's nicht so ganz. Ich hoffe, das hat getroffen. Nein, hat nicht getroffen. Der getroffen? Ja, komm, ein Schlag noch. Ein Schlag noch. Und whoop, wunderbar. GG. GG, Skarsnik. Dein Ende ist gekommen. Boah. Ja, den Knochenriesen geht's nicht mehr so ganz gut. Oh, sind beide tot. Naja. Die sind ich meine, okay, für die Schlacht haben sie uns bestimmt einiges gebracht. Krone der Herrschaft. Aber der Großteil der gegnerischen Armee ist vernichtet. Skarsnik ebenfalls. Was können wir gebrauchen? Das bringt uns alles nichts. Geld ist wirklich etwas, das wir überhaupt in keinster Art und Weise brauchen. Also hat Kanopenkrüge, warum nicht? Warum nicht? Okay, Skarsnik ist ziemlich am Ende. Können wir irgendwas rekrutieren? Momentan nicht. Globale Rekrutierung, das brauchen wir auch nicht erstmal. Warum ist hier global rekrutiert worden? Jetzt müssen wir anfangen, anständige Armeen zusammenzubauen. Ah, wir haben nur eine limitierte Menge an Gruftwacheneinheiten, aber wir können dafür alles mit Skeletten vollpacken. Die kosten ja gar nichts. Die sind zwar nicht sehr gut, aber das macht nichts. Sie sind da. Sie gehen dem Gegner auf die Nerven. Okay, was gibt's noch für Situationen hier momentan auf dieser Kampagne, die das Spiel momentan, die Gruftkönige momentan unter Druck setzen? Was haben wir hier? Salzgewinnung haben wir schon. Streitwagen. Hier werden Kriegsfinksen hergestellt. Kriegsfinksen wären gut gewesen im Kampf gerade, das gebe ich zu.
Skelettgarnison. Ja, komm, wir bauen hier mal auf jeden Fall eine Art von Verteidigung rein. Boah, so viele Monster können hier überall gebaut werden. Unglaublich. Unglaublich. So was habe ich selten gesehen. Hier auch. Wahnsinn. Meine Güte, ist viel Geld da. Wie sieht's mit der öffentlichen Ordnung aus? Überall problemlos. 100. Das heißt, die Grünen heute kommen aus dem Osten. Die haben hier den Berg übernommen. Sie kommen überall hier aus dem Osten. Wie sieht's mit Gorgazan aus? Sind alles Siedlungen ohne Mauer. Siedlungen ohne Mauer sind immer so ein bisschen bäh. Immer ein bisschen bäh. Mauern wären schon geschickter gewesen. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir eine ziemlich gute Armee. Damit können wir mal probieren, Orc Edbot zu erledigen. Immerhin Galbarats hat eine Mauer, das ist gut. Sollen wir? Das sollte eigentlich möglich sein. Die kriegen wir kaputt. Gronti Mingol hat ebenfalls keine Garnison. Das ist nicht optimal. Aber okay, machen wir die zweite Schlacht hier. Definitiv, das müssen wir zurückerobern. What the hell? Okay. Huh. Okay, wir geben die Geschwindigkeit auf jeden Fall der chemischen Kriegsphinx. Oh, oh, der hat einen großen Booster auf den Götzen und einen Riesen, aber wir haben zwei Nekrosphinxen. Die sollten eigentlich mit denen fertig werden. Wir haben Rettungszauber 17%, Krone der Herrschaft, die bringt natürlich nichts. Klar, die ganzen Skelette, die sind wertlos. Wir haben wieder keinen Zauberer, das ist schade. Ein paar Todesgeier. Die Schwarzorks sind gefährlich, aber die chemische Kriegsphinx und die Gruftskorpione sollten sich eigentlich um die kümmern können. Ja, minus 9 Nahkampfabwehr in der Gegenwart von fliegenden Einheiten. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber das Kräftefeld, das mag das gar nicht. Das sind wahrscheinlich die Skelette, die taugen halt nichts. Okay. Zweite Schlacht. Auf dem Weg, die Grünen heute zurückzuschlagen. Sehr viele legendäre Regimente dabei. Okay, Skelett-Speerträger und Skelett-Krieger. Es gibt nicht wirklich Grund, die in zwei verschiedene Pakete zu setzen, aber ich mach's einfach. So. Wir bauen auch unsere Armee so hin, dass wir wirklich sehr, sehr groß sind. Sehr, sehr weit ausgedehnt. Und irgendwie den Gegner umkreisen können im richtigen Moment. Das könnte interessant werden. Und unser General. Also wir brauchen echt Magie, Leute. Wenn ihr eine Kampagne spielt, sorgt dafür, dass ihr irgendwie, irgendwo, irgendwann in einem unbekannten Land Magie erkennt. Oder wenigstens erkannt habt. Irgendwann. Magie ist gut. Holt euch Magie. Okay, Gruftskorpione sind auch da. Die packen wir hier zusammen mit in unsere Infanterielinie. Und los geht's! Los geht's. Also chemische Kriegsphinx frontal rein. Nekrosphinxen. Und die chemische Kriegsphinx müssen hier irgendwie Spaß machen. Ihr greift sofort Gorgs Hammer an. Am besten zu zweit. Die anderen... Ja gut, ihr fliegt halt erstmal hier durch die Gegend. Ihr kommt ein bisschen weiter vor. Was ist das? Nachtgoblins, die ein bisschen nerven. Schade eigentlich. Aber noch nichts zu krasses erstmal. Autsch! Ziemliche Explosion, was das an... ist ganz schön explosiv. Okay, versteckte Feinde wurden entdeckt. Unsere chemische Kriegsphinx ist zum Glück super schnell mit unseren Fähigkeiten und sollte vollkommen problemlos überall durchfliegen können. Ja, der erste Angriff war schon mal sehr erfolgreich. Chemischen Kriegsphinxen, Nekrosphinx. Autsch. Puh, zum Glück ging das daneben. So, chemische Kriegsphinx. Genau, haut ihr mal diese komischen Schleim-Dinger kaputt. Die will eh kein Mensch haben.
Das sind unbrechbare Nachtgoblins. Oh. Scheiße, wir werden bereits von den Gegnern beschossen. Das möchte ich nicht. Aber ist okay. Hier ist alles erstmal okay. So, ja, einige Einheiten auf der Flucht. Soweit so gut. Soweit so gut erstmal. Chemische Kriegsfinks direkt durchlaufen überall. Okay. Okay. So, das macht die chemische Kriegsfinks ganz schön. Der komische Götze haut halt irgendwo drauf, ist mir aber egal. Ist mir aber egal. 9 Kills gerade erst, ist noch nicht so super gut. Diese komischen Nachtgoblins. Sind echt ziemlich knackig. Okay, ich würde mal behaupten, wir sollten vielleicht langsam aber sicher vor, oder auch nicht. Ach Gott, wenn wir jetzt Magie hätten, es wäre so episch stark. Wäre so unglaublich stark. Kriegshand seine Jungs. Mal sehen, ob wir die vertreiben können, wenn wir uns anstrengen. Hier schicken wir mal ein paar Todesgeier in die Höhle der Löwen. Ah, genau, einmal rein und direkt wieder raus. Einmal rein und direkt wieder raus. Chemische Kriegsfinx, einmal hier den Abstecher in diese Gegner machen. Okay. Hier haut wieder ab. Hier haut wieder ab, wenn es geht. So, der kommt hier hin. Stört die Ork-Jungs auf der Seite. Da kommt der War. Okay, jetzt können wir das eh nicht mehr abbrechen. Der War ist bereits da und macht Ärger. War ist bereits da und... Ach, das Ding schießt schon wieder. Das darf schon nicht wahr sein. Haben wir es für einen Moment in Ruhe gelassen. Schon macht der Kram wieder Ärger. Okay, chemische Kriegsfinx, ab in die Nachtgoblin Bogenschützen. Okay. Okay. Zeit, die komischen Bogenschützen zu erledigen. Und chemische Kriegsfinxen, schnappt euch den großen bösen Götzen. Und ihr springt hier hinten rein. Ihr springt hier hinten rein. Sehr gut, du Shapti. Die holen wir uns sofort. Und wo holen wir sie uns? Wo sind sie am geschicktesten? Es gibt viele Orte, an denen sie nett wären. Boah, das ist der zweite War. Das gibt's da nicht. Zweite War. Okay, rein da, rein da, rein da. Versuchen wir sie mit dem einzigen extrem starken Angriff zu vernichten. Oh crap. Ein General wird gerade gekillt. Ich glaube, wir sollten den gegnerischen General erledigen. Wir haben ja eigentlich die Kapazität für sowas. Mehr als genug Möglichkeiten, das zu machen. Unsere zwei Kriegsfinksen sollten das locker hinkriegen. So, hier zerfällt was. Stabilisier die Typen mal. Ist der gegnerische General schon tot? Noch nicht. Chemische Kriegsfinx, du hast gerade mal 69 Kills. Und diese dummen Nachtgoblin-Bogenschützen sind immer noch nicht tot. Und diese komische Orgo-Orgo ist bald tot, Mann. Das gibt's doch nicht. Endlich. Endlich kriegt er mal Ärger. Kommt, vernichtet ihn. Unsere ganzen, in diese Mini-Armee. Oh crap, da haben wir die Hälfte unserer Armee vergessen. Okay, diese komische chemische Kriegsfinks kriegt echt nichts kaputt. Ist der General bald tot? Ich hoffe doch. Okay, okay, endlich. Eine ganze Menge Gegner auf der Flucht. Aber der hat uns schon echt geärgert. Okay, unser General kümmert sich um ihn. Wir erledigen jetzt den Riesen. Okay, der gegnerische General ist tot. Schnappen wir uns den Riesen. Schnappen wir uns den Riesen. Verstärkung kommt von hinten.
Schnappt euch den Riesen. Schnappt euch den Riesen. Schnappt euch den Riesen. Schnappt euch den Riesen. Crap, ein Regiment nach dem anderen wird zerlegt. Ist echt nicht so super gut, muss ich sagen. Oh crap, meine Einheiten fallen alle langsam aber sicher auseinander. Immerhin, chemische Kriegsführung ist bei 118 Kills. Ist in Ordnung. Warum greift niemand den Riesen an? Warum steht ihr nur so dumm rum und tut nichts? Muss das so sein. Das muss doch so sein. Los, drauf, 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 drauf. Okay. Ihr springt hier einmal rein. Auf die Goblins, auf die Goblins. Scheiße, mein General ist fast tot. Ich komme nicht richtig an den Riesen rum. Das ist so ein kleines bisschen ein Problem in der Situation gerade. Okay, versuchen wir mal hier irgendwie andere Einheiten im Hintergrund zu vernichten, weil unsere Infanterie ist sowieso gleich tot. Und der geht gar nichts mehr. Der geht eh nichts mehr. Unseren General. Lass uns mal die Fliege machen. Genau, ihr lauft hier einmal durch. Sehr schön. Noch ein paar Todesgeier. Ihr jagt bitte die Nachtgoblin-Bogenschützen, bis sie alle weg sind. Und hier verziehen wir uns erneut. Hier verziehen wir uns erneut. Chemische Kriegsführung ist bei 1200 Kills, das ist schon mal okay. Hier hinterher, komm, 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 weg. Das ist nicht die richtige Wegrichtung, die ich sehen wollte. Aber okay. Riese läuft irgendwo durch die Gegend, keine Ahnung, was er da macht. Okay, okay, okay. Okay, wir dürfen keinen mehr zurückkommen lassen. Die Grünen heute sind aber viel zu krass drauf hier. Irgendwie. Die fliehen nie. Selbst mit ihrem toten General. Geben sie nicht auf. Ziehen uns mal taktisch zurück. Kurzer taktischer Rückzug. Um ein paar gegnerische Regimenter zu vertreiben. Ach stimmt, der boshafte Götze gibt den ja auch aus allen noch einen Führerschaftsbau von 4. Das ist zwar nicht sehr viel, aber es ist etwas. Es ist nicht nichts. Okay, die stellen sich mal hier auf. Okay, Nachtgoblin Bogenschützen auf der Flucht. Dieses Regiment ist vertrieben. Die Schwarzochs stehen jetzt ganz alleine da, was auch sehr gut ist. Da können wir jetzt nämlich durchlaufen. Okay. Wir haben zwar keinen gekillt, aber naja. Aber naja. Immerhin lenken wir so den restlichen Haufen der Armee ab. Wer hat weniger Lebenspunkte? Er hat 10.000, der Riese hat 7.000. Ich befürchte... Dann müssen wir da drauf. Okay, das war ein guter Angriff. Okay, das sieht gut aus. Der Riese ist bald... Er ist ziemlich im Eimer, der Riese. Sehr gut. ...5.000 Lebenspunkte. 5.000 Lebenspunkte, immer noch 4.500. Crap, die Necrosphinx ist gleich erledigt. Kurzer Rückzug. Kurzer Rückzug. Boah, die hauen echt gut zu. Boah, der boshafte Götze hat 807 Waffenschaden!
Und so viel Waffenschaden. Das ist mir ein Rätsel. Ich kann auch nichts dagegen machen. Egal. Egal. Okay, weitere Regimenter auf der Flucht. Die Nachtgoblins fliehen leider nie. Die vergiften uns nur. Okay, kommt, ihr lauft den hinterher. Kämpfische Kriegsfinks springt da einmal rein. Komm, Haupt, Kämpfische Kriegsfinks. 3600, 3500, 3300 Lebenspunkte, 3100, 2900, okay. Diese Schwarzorks sind keine Umgebung, in der sie sehr ein wollen. Sie sind sofort tot. Normalerweise kann ich die jetzt nicht weiter auseinanderziehen. Das ist ein bisschen ein Problem. Okay, immerhin sind die jetzt weg. Wir können uns hier oben auf den Hügel stellen, beziehungsweise sind sie noch nicht weg, die kommen auch wieder. Okay, jetzt sind sie weg. Ein Glück. Ein Glück. Okay. Okay, Verteidigungsposition. Auf dem Hügel einnehmen. Und das Beste hoffen. Das ist jetzt zwar nicht turnierkonform, aber es ist auch keine Turnierarmee. Und da war nichts turnierig. Okay, auf den Hügel mit euch, auf den Hügel mit euch, auf den Hügel mit euch. Auf den Hügel mit euch. Optimal wäre es, wenn ich diesen komischen Typen mit roten Götzen ablenken kann. Ja, aber der Riese dreht sich sofort um. Ach, ich muss den roten Götzen ablenken und dann den Riesen fokussieren. Ja, genau so. Genau so. Komm schon. Ja, okay, so schaffen wir es. Komm schon, besiegt ihn, den dummen Riesen. 1700 Lebenspunkte, hau doch drauf! 800. Flieht immer noch nicht. Die müssen alle wirklich gnadenlos umbringen. Sonst passiert da gar nichts. Okay, er ist tot. Abhauen, 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 abhauen. Wir müssen da rein. Es hilft alles nichts, wir müssen da rein. Und die chemischen Kriegsfinksen müssen den dummen Götzen zerlegen. Autsch. Rauf. Rauf. Zerlegt ihn. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir überleben können. Zerlegt den Götzen. Zerlegt den Götzen. Zerlegt den Götzen. Oh nein. Fällt schon irgendjemand? Crap, diese Schwarzorks. 4000 Lebenspunkte hat er immer noch. Necrosphinx bei 700 Lebenspunkten. Oh, das wird nie wieder was, oder? Das wird nie was. Okay, komm. Geier, einfach rein mit euch. Oh crap, die eine Necrosphinx ist tot. Das war's. Leute, wir haben es nicht geschafft. Nein! Tausend...
1000 Schadenspunkte. Oh mein Gott. Och du Schande, der große Götze. Ach, 1000 Schaden mit jedem Angriff. Autsch. Huh. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr diese Schlacht doch mal sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und vielleicht machen wir sie dann nochmal. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.